Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video zu den einfachen Exponentialgleichungen. Am Anfang mal was ganz Wichtiges. Zwei Gleichungstypen, die werden sehr oft verwechselt. Das eine sind die Potenzgleichungen, sowas wie x² gleich 4. Da ist die Basis gesucht. Was ist die hier? Ja, das ist hier unser x und das x wäre, wenn man diese Gleichung löst, 2 oder minus 2 bekommt man, indem man die Wurzel zieht. Gut, und das andere sind die Exponentialgleichungen, müsst ihr in Klasse 9 gemacht haben. Da ist immer der Exponent gesucht, wie hier bei 2 hoch x gleich 4. Die war ein bisschen kompliziert. Wir gucken sie uns jetzt nochmal an, aber in einer speziellen Form. In welcher? Genau, wir nehmen direkt als Basis hier unten unser e, was wir seit dem letzten Video neu kennen, und suchen e hoch x gleich 3. Was muss hier x sein? Bevor wir das irgendwie algebraisch eingehen, schauen wir uns erstmal hier drüben grafisch an. Wir haben hier den Graphen von e hoch x dargestellt und meine Frage wäre, wie kann ich denn die Gleichung, also dieses ist gleich 3, hier im Graphen darstellen? Die Lösung dieser Gleichung ist der Schnittpunkt von zwei Graphen. Einmal der Graph von e hoch x, den haben wir hier schon. Einmal der Graph von 3. Der ist eine parallele Gerade zur x-Achse, schneidet die y-Achse in 3 und die sieht folgendermaßen aus. So sieht der Graph aus. Wir haben auch bereits den Schnittpunkt von beiden Graphen eingezeichnet, als P bezeichnet. Die y-Koordinate ist 3, das sehen wir schon, er hat diese Höhe. Für was steht jetzt dieses x0? Wenn es x0 löst, genau die Gleichung da links. Wenn man jetzt x0 da für x einsetzt, dann sollte es die Gleichung lösen. Das ist jetzt noch ein bisschen kompliziert. Wir gucken es uns mal in einem einfachen Fall an. Wie wäre es einfach mit 2 hoch x gleich 8? Ja, das kann man wirklich tatsächlich recht einfach im Kopf lösen, denn wir wissen, 2 hoch 3 ist 8. Also wissen wir anhand dieser Gleichung, dass unser x gleich 3 ist. Kann man sich auch so vorstellen, wenn man rechnet 2 mal 2 mal 2, dann kommt 8 raus. Gut, jetzt, wie war das, wenn es ein bisschen schwierigerer Fall wäre? Bleiben wir mal bei einer Basis, die nicht e ist, aber etwas, was wir nicht einfach im Kopf machen können. Gut, kein Problem. Nehmen wir 2 hoch x gleich 7. Gut, ich meine, da es für 8 3 war, kann es jetzt nicht wieder eine ganze Zahl sein. Die nächste kleinere wäre 2, da käme 4 raus. Also es ist irgendeine nicht ganze Zahl. Ja, und wir haben gesagt, der Taschenrechner kann es ausrechnen, aber wir können einfach die Lösung hinschreiben mit dem Logarithmus. Den hat man speziell dafür definiert. Wir sagen, x ist gleich der Logarithmus von 7 zur Basis 2. Gut, nochmal klar machen. Hier unten steht immer die Zahl, die die Basis bildet. Hier hinten steht die Zahl, die sozusagen bei der Gleichung auf der rechten Seite steht. Und wenn man das hier berechnet, dann erhält man das gesuchte x hier oben. Und das geht auch direkt in unserem Taschenrechner. Wir machen das jetzt mal direkt. So, im Taschenrechner drücken wir hier die ln-Logarithmus-Taste. Wir drücken sie 3 mal. Dann können wir hier direkt die Basis eingeben. Hier 2. Und dann hier die 7. Was ist der Logarithmus von 7 zur Basis 2? Der Taschenrechner sagt es uns, 2,81 ungefähr. Also auf 2 Dezimalstellen gerundet. Also knapp unter 3 macht ja auch Sinn, weil 2 hoch 3 ist 8 und 2 hoch ungefähr 2,81 ist 7. Gut, jetzt übertragen wir das hier mit dem Logarithmus auf unsere Gleichung hier oben. Auch hier suchen wir unser x. Die Basis ist hier nicht 2, sondern e. Und das Ganze hier hinten ist die 3. So. Das geben wir aber nicht so direkt in den Taschenrechner ein, sondern dieser Logarithmus zur Basis e kommt sehr häufig vor und deswegen gibt es ihn als vorgefertigte Funktion. Richtig, das ist der natürliche Logarithmus und den schreibt man einfach als ln von 3. Dann sparen wir uns nämlich die Basis und geschickterweise ist der so auch im WTR drin. Richtig, wir dieselbe Taste hier, ln Logarithmus, diesmal nur einmal drücken. Dann kann man direkt eingeben, ln von 3, schließt die Klammer, geht auf Enter und sieht, der ist ungefähr 1,10 gerundet. So, und dieses Ergebnis, das passt ziemlich gut auch zu unserem groben zeichnerischen hier drüben. Wir sehen, das war etwas rechts von der 1, das heißt unser x0 hier, das ist eben der Wert, den wir jetzt rechnerisch bestimmt haben. Und zu diesem neuen natürlichen Logarithmus, also dem Logarithmus zur Basis e, schreiben wir uns jetzt noch allgemein ein bisschen was auf. Gut, folgendes schreiben wir uns zu dem natürlichen Logarithmus auf. Er löst immer Exponentialgleichungen mit der Basis e. Zum Beispiel allgemein e hoch x gleich b. Dann ist die Lösung x gleich ln b. Und dieses ln ist der natürliche Logarithmus.
Gut, jetzt gibt es zwei wichtige Regeln, die wir zusätzlich wissen müssen. Die erste wäre, dass e hoch ln von b gerade wieder b ist. Warum gilt das? Ach so, das sehen wir sehr einfach hier oben. Wenn wir dieses x, was ja die Lösung ist, in die Gleichung einsetzen, dann steht ja genau da e hoch ln b gleich b. Okay, das kann man sich merken. Jetzt die zweite Regel. Der natürliche Logarithmus von e hoch c ist gerade wieder c. Warum gilt das? Ach so, dazu schreiben wir das ln, das ist ja nur eine Kurzschreibweise, mal wieder länger hin. Also ich schreibe es hier mal in Klammern hin. Das wäre dann der Logarithmus zur Basis e Genau. von e hoch c. So, jetzt überlegen wir uns, was das bedeutet. Der Logarithmus sucht immer die Zahl, mit der man die Basis e potenzieren muss, damit das rauskommt, was da hinten in Klammer steht. Und das ist relativ einleuchtend. Ich muss e mit c potenzieren, damit e hoch c rauskommt. Also ist es c. Diese Begründung müsst ihr euch nicht unbedingt merken, aber die beiden Regeln, die brauchen wir auf jeden Fall und zwar direkt gleich bei den Aufgaben, die euch jetzt erwarten. Okay, die allererste Aufgabe wäre, man soll ln von 1 durch e hoch 3 vereinfachen. Wir glauben, das kriegt ihr selber hin, denn Kriegt noch einen kleinen Tipp von uns. 1 durch e hoch 3 ist ja genau e hoch minus 3. so, jetzt solltet ihr es aber hinkriegen und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Ln 1 durch e hoch 3 ist, wie schon gesagt, ln e hoch minus 3. Und ln und e lösen sich einfach auf. Das haben wir ja gesehen bei der Regel 2 oben aus dem Regelkasten. Und dann kommt einfach minus 3 raus. gut, jetzt zur B. Da gibt es auch einen Tipp von uns. Zum einen, die beiden Faktoren hier, die könnt ihr vertauschen. Und dann, ihr seht hier rechts, wir haben euch nochmal die drei wichtigsten Potenzgesetze hingeschrieben. Unser Tipp wäre, dass ihr euch die alle drei vielleicht an euren Rand auch übernehmt. Die brauchen wir immer mal wieder. Und ganz konkret braucht ihr hier das dritte Potenzgesetz, und zwar rückwärts. Also wenn ihr das hier habt, dass man das daraus machen kann. Also vertauschen, drittes Potenzgesetz und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Gut, wie schon gesagt, kann man oben den Exponent, die zwei Faktoren, umdrehen. Und dann kann man das dritte Potenzgesetz anwenden. Und dann ergibt sich einfach e hoch ln 2 und das Ganze in Klammern hoch 3. Das haben wir deswegen gemacht, weil wir ja wissen nach der Regel 1 oben aus dem Regelkasten, dass sich e und ln aufheben. Dann steht ja nur noch da 2 hoch 3 und das ist 8. Gut, jetzt die dritte Aufgabe. Ln von e hoch x mal e. Auch da kann euch wieder ein Potenzgesetz helfen, wenn ihr dran denkt, dass hier ja eigentlich eine 1 steht. Und dann könnt ihr das allererste Potenzgesetz anwenden. Und das kriegt ihr hin. Und die Lösung dazu gibt es in 3, 2, 1. Gut, du hast ja schon gesagt, dieses e vorne kann man sich einfach denken als e hoch 1. Dann kann man das erste Potenzgesetz anwenden, das heißt, dass man die Exponenten addiert, wenn die Basis gleich ist. Dann ergibt sich in der Klammer e hoch x plus 1. Ln und e lösen sich wieder auf und dann haben wir nur noch x plus 1. Gut, und jetzt zur letzten Teilaufgabe von der Aufgabe 1. Ln von e hoch x durch e. Wenn man sich vorstellt, dass bei dem e hier ja auch wieder eine 1 steht, dann kann man super das zweite Potenzgesetz anwenden. Und das macht ihr jetzt bitte auch. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, auch hier, wie schon gesagt, dieses e kann man sich vorstellen als e hoch 1. Dann wendet man das zweite Potenzgesetz an. Dann die Basis ist wieder gleich, die ist e. Und dann kann man die Exponenten subtrahieren, also e hoch x minus 1. Und ln und e lösen sich wieder auf und wir haben x minus 1. Gut, das war Aufgabe 1. Jetzt kommen wir noch zur Aufgabe 2 und dort geht es jetzt endlich um die titelgebenden Exponentialgleichungen. Gut, dann kommen wir jetzt zur Aufgabe 2. Löse hier die Gleichung. A ist e hoch 2x gleich 5. Wie können wir das denn angehen? Gut, wir können jetzt mit unserem natürlichen Logarithmus arbeiten und zwar indem wir den so anwenden, wie wir es von Äquivalenzumformungen her kennen. Wir machen einen senkrechten Strich und sagen, wir bilden den natürlichen Logarithmus auf beiden Seiten. So, dann steht links Ln von e hoch 2x. genau. Und auf der rechten Seite ln von 5. Gut, ich weiß ja schon wieder, dass ln und e, die lösen sich ja wieder auf. Das heißt, hier steht 2x. Genau. Und rechts ln von 5, das können wir wieder nur mit unserem Taschenrechner lösen, allerdings noch nicht jetzt, sondern erst bitte ganz am Ende, wenn wirklich das x berechnet wird, sonst gibt es wieder Rundungsfehler. Dann machen wir hier wieder eine Äquivalenzumformung. Hier die 2 stört uns noch. Das heißt, wir teilen einfach durch 2.
Gut, und dann bekommen wir x ist gleich ln von 5 halbe. So, und jetzt kommt der Moment, erst jetzt. Bitte das Ganze in den Taschenrechner eingeben und das machen wir jetzt auch wieder zusammen. Okay, im Taschenrechner zunächst mal wollen wir einen Bruch mit der entsprechenden Taste. Dann haben wir den natürlichen Logarithmus von 5 und unten unsere 2. Und wenn wir das berechnen, erhalten wir 0,8047 und so weiter und gerundet auf zwei Nachkommastellen 0,80. Gut, jetzt kommen wir zur B. Bei der B, da sollt ihr jetzt mal selber arbeiten und zwar erstmal daran, dass es überhaupt die Form hat, die wir links haben. Den Logarithmus ziehen können wir nur, wenn das e hoch irgendwas alleine steht. Also probiert erstmal, diese Gleichung so umzuformen, dass wir eine ähnliche Situation wie bei der A haben. Und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. So, uns hat ja einfach diese 3 hier gestört. Also haben wir einfach dividiert durch 3 gemacht. Dann steht da e hoch 4 minus 2z ist 1. Und das können wir jetzt genauso lösen wie hier. Also wir bilden ln und dann haben wir hier so eine Gleichung und die lösen wir in dem Fall danach z auf. Gut, das dürft ihr jetzt selber machen. Nur wieder nur eine Bitte, keinen ln von irgendeiner Zahl berechnen bis ganz zum Schluss, wenn ihr wirklich z ausrechnet wegen den Rundungsfehlern. Und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. So, wir bilden also den ln, also ln von dem Ganzen, ist ln 1. ln und e lösen sich wieder auf. Dann haben wir 4 minus 2z ist gleich 0. Moment mal, ich habe gerade eben gesagt, dass wir das nicht direkt ausrechnen, sondern bis zum Schluss aufsparen. Achso, ja, ich habe es auch gar nicht mit der Beta gerechnet. Ich weiß, dass einfach das ln 1, 0 ist. Gut, das war jetzt ein bisschen fies vielleicht für euch. Ich gebe es zu, aber diese Merkregeln sind schon wichtig. Wie lauten die denn? Gut, es sind zwei Merkregeln, nämlich zum einen, dass ln von 1, 0 ist, kann man sich so vorstellen, wenn man die 0 dann zur Basis e dazu packt, e hoch 0 ist 1, weil alles hoch 0 ist 1. Und die zweite Merkregel, ln von e gleich 1, das kriegt man auch recht einfach hin, denn e hoch 1 ist gerade wieder e. Trotzdem soll es bei euch genauso funktionieren, denn wenn ihr eben erst ganz am Ende ln von 1 im WTR gemacht habt, für die Zukunft wisst ihr es aber. Gut, und ab jetzt ist es dann ganz einfach. Wir müssen nur noch minus 4 machen, dann steht da minus 2z ist minus 4. Dann noch durch minus 2 teilen, dann steht da z ist 2 und das ist die Lösung. Wunderbar. Gut, ihr übernehmt euch bitte auch diesen Merkkasten nochmal irgendwie an den Rand von eurem Aufschrieb, dass ihr euch diese zwei Regeln wirklich auch einprägen könnt. Und natürlich üben wir die auch in der nächsten Stunde. Bis dann. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.